nächsten Kollegen, zum Ewald Baringer. Ewald Baringer wohnt in Klosterneuburg, schreibt Lyrik, schreibt Prosa, hat die Musikhochschule besucht, ebenso die Universität Wien. Er ist Kulturjournalist unter anderem für die APA, also für die Austria Presseagentur, für die NÖN, alles mögliche weitere noch. Und hat eine Vielzahl von Büchern natürlich bereits veröffentlicht, einerseits Lyrik, zum Beispiel das vorletzte Buch, Kinderstube der Fische, wurde 2018 veröffentlicht, ist ein lyrischer Band. Gibt es übrigens, da sollte ich vielleicht einmal gleich erwähnen, wir haben einen wunderschönen Büchertisch und die Autoren freuen sich unglaublich, wenn sie da irgendwas signieren dürfen und so. Also ich binde das einmal nur gleich so ein. Hat eine Vielzahl auch von Preisen und Auszeichnungen erhalten, unter anderem vom Land Niederösterreich. Und heute hat er uns, wir gehen ja in den Tiefgang, ein Buch mitgebracht, sein neuestes, nämlich Der Zaunprinz, erschienen im Limbus Verlag letzten Jahres. Zaunprinz ist natürlich eine sehr spannende Formulierung oder ein sehr spannend gewählter Titel, der mit allem Möglichen spielt, unter anderem zum Beispiel auch mit dem Zaungast. So, Zaungast zeichnet sich dadurch aus, dass er gern von außen zuschaut, mit einer gewissen Distanz und doch nicht ganz mittendrin steht im Geschehen. Es spielt auch ein bisschen so mit dem Traumprinzen, finde ich, der vielleicht der Protagonist ganz gern gewesen wäre und doch nicht war oder ist. Worum geht's in diesem Buch? Ein bisschen darf ich verraten, ja? Es geht um den Alfred. Wir begleiten den Protagonisten auch in seine Geschichte, in seine Jugend, in die 80er Jahre. Es ist das gesamte Buch eine interessante Mischung aus Krimi. Es ist eine zeitgeschichtliche Abhandlung auch, möchte ich sagen. Man spürt sehr gut die Zeit. Und natürlich ist es auch so eine Art, dass der Ewald hat gemeint, eigentlich ist es auch ein Road-Movie. Ja, tatsächlich, Musikhochschule, Musik spielt eine große Rolle. Es gibt sogar im Buch eine Playlist im Hintergrund dann, wo man wirklich in diese Musik dieser 80er Jahre eintauchen kann, in der dieser Alfred eben jung war. Und in seiner Jugend war er in Italien, er hat dort studiert, in Rom, hat sich verliebt und ist irgendwann dann doch nach Österreich zurückgekehrt, um ein relativ tristes Dasein und Leben auch zu wählen oder zumindest zu leben. Es ist so eine ruhige Angelegenheit, ohne besondere Höhepunkte, bis zu diesem Augenblick, wo er die Nachricht erhält, dass seine Jugendliebe verstorben sei. Und er möge doch bitte nach Rom zurückreisen, weil es gäbe da verlassenschaftsmäßig einiges zu klären. Und da kommt dann doch wieder relativ Spannung in die Angelegenheit hinein. Ich muss unbedingt jetzt einmal noch umblättern, weil ich diesen Satz sagen möchte, der mir so gefällt. Weil dieser Alfred, also unser Protagonist, wurde, lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen, Meister im Versäumen entscheidender Momente. Und ich glaube, das kennt jeder von uns ein kleines bisschen. Und auch diesen wohlbekannten Ausspruch von Arnold Schönberg, der Mittelweg sei der einzige, der nicht nach Rom führt. Lassen Sie uns eintauchen, Ewald Baringer, in den Zaunprinz. Warum es keine der wenigen Frauen, die sich mit ihm eingelassen hatten, lange mit ihm aushielt, war ihm ein Rätsel. Immer schien es, als wecke er hohe Erwartungen, die er dann doch nicht einzulösen imstande war. Manchmal, wenn es nach erfolgter Trennung noch eine Gesprächsgrundlage gab, was nicht immer der Fall war, versuchte er mit der soeben Verflossenen darüber zu reden, was sie sich denn erwartet habe und woran es liege, dass er den Erwartungen offenbar nicht entsprochen habe. Dann kamen Standardaussagen wie: Wenn du das nicht selbst weißt, ist dir eben nicht zu helfen. Oder allgemeine Floskeln wie: Es hat sich eben überlebt.
oder ich weiß auch nicht, es ging eben nicht mehr mit uns. Oder einmal auch, sei nicht immer so ein Egoist, es liegt doch nicht an dir. Nur Pia hatte Klartext gesprochen und gemeint, er sei eben ein Blöffer, ein Blender vor dem Herrn, wie sie es formulierte, und sei bloß verliebt in die Verliebtheit. Ein reiner Narziss. Pia hatte einige Semester Psychologie studiert. Zu wenig sei das, ja im Grunde kontraproduktiv für wahre Liebe, aber so seien eben die meisten Männer, versuchte sie ihn zu trösten. Flip, flop and fly. Vergeblich dieser Trost, denn er wollte keinesfalls sein wie die meisten Männer, er wollte etwas Besonderes sein und dafür von den Frauen geschätzt werden. Das sei vielleicht der Kern des Problems, meinte Pia, er sei eben nicht besser als alle anderen. Das wisse man auch als Frau leider immer erst im Nachhinein, dass man wieder einmal an einen typischen Typen geraten sei, also an den Falschen. Obwohl man es sich hätte denken können. Die Hormone täuschten immer wieder Anlässe zur Hoffnung vor, endlich den Richtigen gefunden zu haben. Eine zutiefst ungerechtfertigte Hoffnung, wie sich unweigerlich früher oder später herausstellte, seufzte Pia. Das mit den Hormonen konnte er nachvollziehen. Aber dass er nicht anders bzw. um nichts besser sei als jeder dahergelaufene Durchschnittsmann, war keinesfalls einzusehen. Weder Adonis noch Geistesriese sah er sich doch als einfühlsam, rücksichtsvoll, anpassungsfähig, alles Eigenschaften, die doch bei Frauen ankommen sollten. Pia meinte, Rücksichtslosigkeit und Egoismus wären manchmal angebrachter. Es komme aber immer darauf an. Worauf wollte er wissen? Auf die Situation, auf die Konstellation, auf die jeweils Beteiligten, das könne man so nicht beantworten, so pauschal. Da gebe es kein Rezept, sonst hätte sie selbst es längst angewendet, seufzte Pia abermals und grinste grimmig. Auch von ihr war keine Lösung zu erwarten. Vielleicht lag es ja doch an den Frauen, die auf den Märchenprinzen warteten, und keine erkannte ihn als ihren wahren Prinzen, der im Lauf der Jahre zwar an prinzlicher Erscheinung eingebüßt, dafür an Leibesfülle zugenommen hatte, zugegeben, aber immer noch ausreichend standesgemäß und repräsentabel rangierte, ohne Aussicht auf ein Imperium, doch mit respektablem Amtstitel und vorzeigbaren Latifundien, einem wenngleich sanierungsbedürftigen Wochenendhaus im Wienerwald samt verwilderten Garten ausgestattet. Das Fazit lautete also, es lag an den Frauen. Doch was half diese Erkenntnis? Das Eheleben erschien ihm ohnehin nicht mehr sonderlich erstrebenswert. Nach dreijähriger diesbezüglicher Erfahrung vor auch schon mindestens einem Vierteljahrhundert. Aus dieser Zeit stammte die inzwischen erwachsene Tochter, die in ihrem ausgiebigen Innenarchitekturstudium in München offenbar eine nachhaltig zu subventionierende Lebensaufgabe zu sehen gewillt war. Der Kontakt mit Thea war lose, aber freundlich. Immer wieder vereinbarten sie Treffen in München oder Wien, immer wieder kam etwas dazwischen. Früher hatten sie manchmal telefoniert, nun kommunizierten sie in unregelmäßigen Abständen über Mail, Facebook und WhatsApp. Als das Kind kam und abwechselnd Alfreds und Gerdas Eltern sich regelmäßig einfanden, um ihre jeweilige Unverzichtbarkeit unter Beweis zu stellen, wenn es darum ging, sich mit Kommentaren und Ratschlägen in den Alltag einzumischen, wurde es bald zu eng. Alfred hatte enorm viel zu tun im Ministerium, musste endlose Sitzungen absolvieren und nahm immer öfter als offizielles Delegationsmitglied an wichtigen Dienstreisen teil. Während eines solchen unerlässlichen dienstlichen Aufenthalts in Hamburg wurde er allerdings in Begleitung einer ehemaligen, mittlerweile ebenfalls verheirateten Studienkollegin in flagranti, versteht sich, im steirischen Salzkammergut gesichtet
wo, welch blöder Zufall, aber auch ein guter Freund des Schwiegervaters gerade auf Jagdurlaub weilte. Die stille Post brauchte nicht lange, Gerda reichte zutiefst gekränkt die Scheidung ein, die ehemalige Studienkollegin war angesichts ihrer familiären Verhältnisse, vermögender Mann, zwei kleine Kinder, an einer Fortsetzung des außerehelichen Verhältnisses nicht interessiert. Des designierten Ex-Schwiegervaters langer Arm reichte bis ins Ministerium. Der triumphierende Vorgesetzte sah sich angesichts der Umstände leider nicht in der Lage, ein laufendes Beförderungsansuchen zu befürworten. Der ehemals hilfreiche Onkel hatte längst das Zeitliche gesegnet. Alfreds potenzielle Karriere hatte er sich doch gerade für diverse Dienstprüfungen angemeldet. Er litt einen irreversiblen Knick. Seine Beziehungen zu Frauen waren auch in der Folge nicht von großem Erfolg gesegnet. Schließlich gelang es ihm daraus sogar, eine positive Sichtweise zu destillieren. Er erlebte, wie ringsum auch langjährige Ehen in die Brüche gingen, spätestens wenn die Kinder aus dem Haus waren, oder wie Partner, die beisammen blieben, einander langsam, aber sicher zugrunde richteten. Er hingegen war sein eigener Herr, war niemandem gegenüber Rechenschaft schuldig für Tun oder Lassen. Dass er sich oft einsam fühlte, konnte er vor sich selbst nicht leugnen, aber das hätte er niemals offen zugegeben. Ein trüber Bürohengst, dem niemand die Sporen gab, auf dem Weg zum ausgedienten Ackergaul dahintrottend. Manche Bekannte hatten von einschlägigen Internetplattformen berichtet, die offensichtlich erfolgversprechend waren. Alfred schien das alles unheimlich. Die Vorstellung, via Internet oder gar real einem Vermittlungsinstitut beizutreten, um sich auf den Markt zu werfen und von der weiblichen Kundschaft taxiert zu werden, war ihm zuwider. Entwürdigend stellte er es sich vor, schon beim ersten Kennenlernen voneinander zu wissen, worauf es hinausliefe. Facebook hingegen war unverdächtiger. Man konnte sich zwanglos mit Bekannten und Unbekannten anfreunden, in Unterhaltungen einsteigen, chatten oder einfach nur beobachten, was sich rundum so abspielte. Alfreds Kommunikation verlagerte sich zusehends ins Internet. Man konnte unverbindlich Kontakte knüpfen, Möglichkeiten ausloten, deren Verwirklichung nie ernsthaft zur Debatte stand und sich jederzeit zurückziehen auf die reine Beobachterposition. Das kam auch seiner voyeuristischen Veranlagung zu Pass und Alfred bemerkte, die Generation Facebook bestand nicht bloß aus Jungen, sondern in beträchtlichem Ausmaß aus Menschen vorgerückten Alters, die es sich in ihren Lehnstühlen vor den Monitoren bequem gemacht hatten, sich am Spiel der Exhibitionisten und Voyeure beteiligten und voll heiligen Eifers ihre moralisierenden Ansichten über Gott und die Welt posteten, Witzchen, Fotos und Sensationen, Zustimmungen und Ablehnungen. Wie eben auch er, gelandet im virtuellen Einerlei eines quatschvollen Surrogatlebens. We are all one and we are all connected. Virtuelle Zugehörigkeit, ein unverzichtbar gewordener schöner Schein. Manchmal stellte sich Alfred vor, wie es wäre, wenn einer den Stecker zöge und die Steinzeit der Offline-Gesellschaft wiederkehrte. Er wünschte es sich nicht wirklich, aber so klammheimlich ein bisschen doch. Als könnte er daraus irgendeinen Vorteil ziehen. Er wusste aber nicht, worin der bestehen könnte. Vielleicht war es schlicht und einfach Schadenfreude über die langen Gesichter, die Empörung, die Enttäuschung. Dazu kämen sein langes Gesicht, seine Empörung, seine Enttäuschung. Das wäre einmal eine Community, der er sich hundertprozentig zugehörig fühlen könnte. Alfred schämte sich für solche Gedanken, für die zynische Bosheit eines zu kurz gekommenen, welch Widerspruch zum edlen Selbstbild eines hedonistischen Helden. Aber er hielt sich immerhin zugute, sich selbst zu durchschauen. Es dauerte nicht lange und Alfred war regelrecht Facebook-süchtig. Abend für Abend hockte er vor dem Bildschirm, beteiligte sich an Diskussionen, leichte drauf los, teilte Postings, erhielt seinerseits Reaktionen, stieg in Gruppen ein und freute sich über die Vermehrung seiner virtuellen Freundschaften. Anlässlich einer hitzigen Debatte über Freiheit und Grenzen der Kunst fand er sich im Verlauf heftiger Wortgefechte Seite an Seite mit Gerlinde. Sie waren einer Meinung, dass es grundsätzlich keine Grenzen und die Freiheit der Kunst
keinesfalls beschnitten werden dürfe, solange kein Lebewesen zu Schaden käme. Bestärkten einander durch gegenseitiges Daumengeben und zogen sich schließlich in den persönlichen Nachrichtenbereich zurück, wo sie ihre Thesen noch im Detail ausführten. Man befreundete sich und nach einigen Tagen traf man sich im Rathauspark. Wie die Geschichte weitergeht, lese ich jetzt nicht.